In Brandenburg, im Haus 1, war die Werkhalle direkt an das Haus 1 angeschlossen. Es war eine riesige Halle und die Gefangenen mussten dort in zwei Schichten Elektromotoren wickeln. Trägerbetrieb war der volkseigene Betrieb Wernigerode. Die Zivilmeister, die für die technischen Fragen zuständig waren, bei der Zwangsarbeit, kamen also aus diesem Werk, das im Harz also ist, und die waren allgemein verhasst. Es gibt Zitate von ihnen, die mir immer wiederholt wurden von den Gefangenen, weil sie diese große Empörung auslösten. Rottweiler sollte man auf euch hetzen, damit ihr endlich arbeitet. Die Normen waren unverhältnismäßig hoch. Sie waren kaum zu schaffen und schon gar nicht auf Dauer. Ich kenne eigentlich während meiner ganzen Haftzeit nur zwei Gefangene, die die Norm überhaupt auf Dauer schafften. Wie ging das ab? 60, offiziell schafften 60 bis 80% der Gefangenen die Norm nicht. Zu diesen Nicht-Normerfüllern gehörte auch ich. Mein Durchschnittsverdienst waren 14 bis 16 Mark im Monat. Das war eine besondere Währung, also Knastgeld, Spielgeld auf besonderen Schein. Und einmal im Monat wurde ich also ausbezahlt und dann musste ich stramm stehen vor einem Unterleutnant und der lief um mich herum und schrie mich an: Wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen. Das hörte ich oft. Und ich bekam auch Nichtarbeiterverpflegung, also eine reduzierte Kost. Und wie kriegte ich raus, dass 60 bis 80% der Leute die Norm nicht schaffen? Nun, es gab Wandzeitungen, bei denen man sich nicht entblödete, hin und wieder anprangernd die Namen der Nicht-Normerfüller anzuschreiben. Und ich machte nun Folgendes: Ich zählte die Namen. Und ich wusste, wie viele Gefangene insgesamt waren, bediente mich also der Prozentrechnung, was wahrscheinlich nicht vorhergesehen war. Ich muss dazu sagen, es gab in der Deutschen Demokratischen Republik, was bis heute unbeachtet geblieben ist, einen Paragraphen 99 im Strafgesetzbuch. Der hieß Verbreitung nicht geheimer Nachrichten. Während ich dies also erzähle, mache ich mich gerade strafbar. Der Paragraph ging ungefähr so: Wer Nachrichten, die nicht der Geheimhaltung unterliegen, sammelt, zugänglich macht, weitergibt, wird mit 2 bis 12 Jahren bestraft. Ja? Also wer zum Beispiel im Jahr 1970 in der Deutschen Demokratischen Republik das Parteiorgan der SED, das Neue Deutschland, sammelte und um darin nachzuweisen, dass die Partei 1970 versprochen hatte, das Wohnungsproblem bis 1990 zu lösen, was sie versprochen hatten. Das sagten sie den Leuten Anfang der 70er Jahre, die eine Wohnung wollten. Und dieses 1980 gesammelt hätte, hätte sich strafbar gemacht, wenn er das verbreitet hätte oder sogar noch in den Westen gegeben hätte. So, also ich bediente mich der staatsfeindlichen Prozentrechnung und kam dadurch auf Zahlen. Also, 60 bis 80% schafften die Norm nicht. Von den übrigen 20 bis 40%
die schafften die Norm auf zweierlei Weise. Es gab zwei Möglichkeiten. Die einen waren liiert mit einem sogenannten Zeitlöhner. Das heißt, es gab privilegierte Gefangene, die brauchten nicht im Akkord zu arbeiten. Und das waren meist auch Spitze übrigens. Ja. Und die arbeiteten, das war alles verboten. Zusammen, jegliche Zusammenarbeit war verboten. Und die arbeiteten also mit denen zusammen, waren liiert, entweder in Liebschaftsbeziehungen oder in geschäftlichen Beziehungen. Zu den geschäftlichen Beziehungen komme ich gleich noch, wie das funktionierte. Und die restlichen Normerfüller, die hatten einfach vielleicht, da taten sich öfter Gefangene auch zusammen und arbeiteten zusammen, zwei Gefangene, damit einer die Norm schaffte. Jeder, der nicht die Norm schaffte, war immer von Arrest bedroht und von allen möglichen Repressalien übrigens. Und hatte natürlich auch kein Geld. Und zu den geschäftlichen Beziehungen. Und jetzt komme ich zum Wirtschaftskreislauf der Zwangsarbeit im Zuchthaus Brandenburg. A und O war der Paketempfang. Man durfte kein Paket empfangen, wenn man, also entgegen allen zivilisierten Normen, ja, ein Paketempfang, das wusste man draußen aber wahrscheinlich auch nicht, nur bei Normerfüllung. Dann durfte man einmal in einem Vierteljahr ein Paket sich schicken lassen mit einem Gewicht von 3 Kilogramm. Kein Gramm drüber, das wurde dann mit Wonne zurückgeschickt. Und ich hatte die Möglichkeit, einmal in Worten 1 ein Paket zu empfangen, weil ich am Anfang in der Einarbeitungszeit noch die Norm schaffte. Als mir das Paket ausgehändigt wurde, schaffte ich die Norm schon nicht mehr. Und diesmal ein Oberleutnant, der stellte sich breitbeinig vor mich hin und schrie mich an, ich werde dafür sorgen, dass Sie nie wieder ein Paket empfangen. Das ist kein Genuss, ein Paket zu haben, sowieso im Zuchthaus, vielleicht eine Tafel Schokolade zu haben. Das passt, Schokolade passt gar nicht in die Umgebung. Man kann nichts genießen. Und natürlich mit dem Bewusstsein, es ist die letzte. Und mit dem Bewusstsein, dass die aus einer Welt kommt, die völlig, zu der man eigentlich keine Beziehung mehr hat, die fremd ist. Ja, die geschäftlichen Beziehungen liefen nun so ab. Man konnte sich also einmal im Vierteljahr ein Paket schicken lassen. Und die ließen sich dann natürlich, die schlossen, diese Zusammenarbeit wurde geschlossen mit der Absicht, sich ein Paket schicken zu lassen. Und in diesem Paket waren enthalten Damenunterwäsche, Deodorante, Parfüms, alles solche nützlichen Sachen. Eine Flasche Deo wurde dann weiterverkauft für 80 Knastmark. Damit wurde der mitarbeitende Gefangene finanziert, damit das nächste Paket erarbeitet werden konnte. So funktionierte der Kreislauf. Und von den Gefangenen, die mit anderen zusammenarbeiten, war es dann auch so, dass sie, viele hatten auch keine Verbindung mehr zur Außenwelt. Die konnten sich keine Pakete mehr schaffen lassen. Das war die Zwangsarbeit im Zuchthaus Brandenburg, so wie ich sie andeutungsweise nur schildern kann. Es gehört noch viel mehr dazu.